Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Gut, wir sind jetzt auch wieder in der Burg drin. Ja, Spiel, lad mal die Dings ein bisschen nach. Ich habe mal geguckt, wir müssen also hier quasi wieder unser Pferd erwischen. Gott. Das können wir stehlen. Das ist wahrscheinlich unseres, oder? Ein Pferd, das ist da soweit in Ordnung. Ja, mein Guter. Ich glaube, Olena, das klang relativ weiblich. Es ist ja eine Pferdin. So, dann. Au! Ja, mach mal Platz. Lern gefälligst, wie man reitet, du Tölpel. Hat so ein Rechtsstrahl, das Pferd. Also, mehr oder weniger. Rüstung, weiß nicht, hab ich die schon an? Yes? Weißt du noch, wie du mir erzählt hast, dass du schauen willst, was nach dem Winter am Haus gemacht wird? Und Pferd nicht von mit dir reden, okay? Naja, nachdem wir geredet haben, habe ich mich bei dir. Guten Tag. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Gott behüte dich. So. Ja. Aber das ist zumindest schon mal geschafft. Sehr schön. Euch können wir auch mehr oder weniger da stehen lassen. Haben wir zwar ein paar Codex-Einträge nicht mitgenommen, aber hey. So was wichtig oder so viel wichtige Sachen waren da ja nicht. Ja, mit dem Pferdchen geht das dann doch deutlich schneller hier. So dann, ab zurück, mein lieber Heinrich. Zurück. Haben wir noch ein Lager? Ja, das machen wir später. Ganz gerne die Karte gerade. Ach so, ich glaube, im Pferd muss ich jetzt wirklich hinreiten. Und wenn wir zu Fuß gegangen wären, hätte er es halt abgebrochen. Ja. Ah, ne. Muss nur weiter reiten, so wie es aussieht. In Ordnung. Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Sieht so aus, als wären sie bereits fort.
Ja, alles sieht so gut aus, besonders das Wetter. Besonders das Wetter. Was Sinnvolles? Ich glaube, die Pilze waren ganz okay. Wenn wir da nicht so auseinandernehmen. Auch nicht so unglaublich viel. Ja, das Wetter passt auch wunderbar zur Stimmung hier gerade. Etwas? Man eigentlich hin, dahinter. Was ist hier los? Was ist das? Was sagt man dazu? Oh. Das Schwein kommt freiwillig zur Schlacht. Waffler Kampf, ja, ja, ist in Ordnung. Das. Jesus. Okay. Hat tatsächlich nichts drauf gehabt, sehr angenehm. Was hast du denn? Ethisch. Mit meiner Traglast aus, da geht noch ein bisschen was. Nehmen wir mal alles mit, ansonsten schmeißen wir halt nachher Sachen weg. Ein Saxophon. So, bleib mal da schön. Ich glaube, das lohnt sich hier auch. Obwohl, wir könnten das immer gerade mitnehmen und das essen. Wo wir haben noch nicht mal Schaden gekriegt. Aussieht. Du bist satt, okay. Immerhin. So gut sieht das jetzt auch nicht mehr so. Du hast zu viel gefressen. Hey, sorry of my life. Lohnt sich nicht so wirklich. Sogar speichern. Aber wir haben was zu tun. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich genug Ärger, wenn da rauskommt, dass wir Lohn sind. Ist halt einen Ausflug gemacht haben. Wir kommen hier wieder zurück. Hier haben wir ja nichts mehr sonst. Oben noch, also bevor wir da jetzt hingehen, würde ich doch ganz gerne mal gucken. Eventuell hat ja noch irgendeiner der Leute was Sinnvolles da. Mein Gott. Trockenobst, das scheint, also das klingt ja auch so, als wäre das ein bisschen haltbarer. Oh, Groschen. Guck. Wir werden reich, endlich. Knicken. Du hast noch nicht mal was. Auch schon Radieschen. Könnt ihr mal von unten betrachten. Okay. Trockene Pilze. Immerhin. Mal eine leckere Pilzsuppe machen. Immerhin noch ein bisschen was an Geld dabei. Das ist ja auch nicht verkehrt. Du bist aber sehr auf dem Trocken. Eher mehr Rettich oder eher weniger Rettich? Fackel haben wir ja auch noch. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr als eine. Dinge auch einen Haltbarkeitswert haben. Verband nehme ich auch mal noch mit.
Gerade hier am Friedhof. Da geht's leider nicht rein. Ja, das ist schön, das mit dem Überfressen ist ein Schweinsymbol. Du Schwein, du hast dich schon wieder überfressen. Ja, da oben geht's wohl. Also geht's weiter, aber nirgends, wo ich jetzt unbedingt was mitnehmen könnte oder bräuchte. Tatsächlich jemand drin. Ja, der ist ein bisschen ein Rechtstrall, mein lieber Heinrich. Aber gut, wahrscheinlich habe ich den Analogstick entsprechend gehalten. Muss ich denn... Achso, ich bin natürlich... Achso, ja gut, ich bin erst da. Das heißt, ich muss ja den kompletten Weg da runterlaufen. Haben wir noch einiges. Einiges vor uns. Genau ein Groschen dabei. Und noch eine Axt. Ich glaube, mit den Schwertern komme ich dann doch besser zurecht. Wenn zumindest. Mal gucken, wie es später dann aussieht. Ist auch nicht so das Wahre. Das war es dann auch um seine Kohle. Haben wir doch ziemlich aufgeräumt. Hey, warte doch mal. Bist du ein Bandit? So? Hey, warte, ich möchte mir mein Schwert zeigen. Nehmt deine Polizei. Komm. Ja, langsam wird's. Ich will jetzt auch noch mal hier einen Sprint hinlegen. Verdammt! So. Wir könnten ihn erledigen. Ich glaube, das machen wir auch. Nichts da. Wir bringen das zu Ende. Bastard! So, falscher Trigger. Ja, Lift, Trigger, nicht Lift, Button. So, du hast zumindest mal eine Brezel dabei. Ein Dolch. Dunkelfußwickel. Ja. Geld. Von wegen, du hast nichts. Beinwickel will niemand.
So, das geht aber auch ganz... Aber gut, ich meine, wir haben ja auch ein gutes Schwert. Von daher... Ist ja ganz angenehm, dass einem hier jetzt auch Gegner entgegengestellt werden, die jetzt nicht allzu viel auf dem Kasten haben, dass man da wirklich das Schwertkämpfen mal üben kann. Das mit den Pieksen funktioniert aber echt erstaunlich gut. So, dann will ich auch gerade mal gucken. Ich hatte nochmal die Mod drauf, also neu installiert, beziehungsweise eine alternative Version drauf gemacht. Ich bin jetzt bei einem Retterschnaps. So. Dann würde ich jetzt gerne mal speichern. Hoffe, der ist dann noch da. Weil ich kann danach noch speichern. Wie sieht's aus? Ja, okay, das scheint dann jetzt zu funktionieren. Sehr gut, sehr gut. Was, aber was für Heinrich. Dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Hi. Ja. 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 Aus, da was weg. Mensch, ich muss mich erholen. Jesus. Gut, da hat das ja so ein Gnadenstoß mal funktioniert. Gib mir doch mal gerade deine Axt. Wird noch weiter. Oh, du hast sogar. Guck mal, edle Schuhe. Ich bin überladen. Lederwams. Du hast ja ein bisschen besser ausgerüstet. Gut, dann mal die Axt nochmal. Die ist auch nicht so unglaublich viel wert. Der Dolch geht ja noch. Den Schuh können wir auf jeden Fall verkaufen. Fußwickel mit Sohlen, ja, wiegen auch was, bringen mir jetzt nicht so viel. Ich hab schon welche an. Weg damit. Einlinge können auch weg. So, jetzt haben wir halt wieder ein bisschen was an Platz. Auch nicht so wirklich viel im Moment. Hier rüber. Ja, das war alles mal viel schöner früher. Ja, wir hatten am Leben gelassen. Band lass ja auch mal liegen. Andererseits ist halt auch die Frage, ob wir, also wie viel es bringt, dass wir das Zeug hier mitnehmen. Wir mal wieder auf einen Händler oder irgendwie jemanden treffen. Oder wir lagern das halt hier irgendwo. Oder das vergesse ich halt wieder. Das ist nicht so erfolgreich. Was ist mit dem Hundebellen eigentlich? Was hat das damit auf sich? Was mit dem Verband?
ich es nochmal höre, dass ich mal vielleicht in die Richtung gehe. Bin jetzt wo? Naja gut, es wird aber. Wir kommen tatsächlich langsam Richtung Skalitz. Glaube ich auch, ja. Ich hätte glaube ich auch schon mal hier abbiegen sollen. Ich guck mal kurz auf dem Hof nach und dann, ich habe mal überlegen. War auch nicht so, als ob mich das großartig weiterbringen würde. Muss auch nicht drüber. War das hier, wo wir Theresa gerettet haben? Ich glaube schon, oder? Das müsste das gewesen sein. Zumindest finden wir ihre Leiche nicht. Das ist ja schon mal einig, also etwas wert. Ich glaube ja nicht, dass wir den Weg nochmal zurückkommen. Von daher probiere ich es erst gar nicht. Wir geben jetzt erstmal Fersengeld. Geht's nach Skalitz rein. Ja, und dann die Sache mit den Eltern. Hoffen wir die noch, also die sind noch da, die Leichen. Die sind nicht irgendwie, keine Ahnung, geschändet, angefressen worden von Tieren. Echt übel. Das ist die letzte Ruhestätte. Könnte man ihm ja noch, könnte man ihn ja noch gönnen. Sieht aber so aus, hättest du mehr Geld gehabt? Ah gut, hier kommen wir nicht rein. Müssen also irgendwie außen rum. Könnten es da oben mal versuchen. Ist da das Tor noch offen und wir können da durch. Wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Aber warte mal, da wir jetzt eine Stufe Schwertkampf gemacht haben, glaube ich zumindest. Habe ich dann hier irgendwas? Erstmal nicht, ne? Ich muss ja hier nochmal drunter. Glaube ich, genau, ist einfach nur der Dings. Chemie haben wir noch nix. Buffs haben wir gerade nix. Geht soweit. Statistiken passieren gerade mal nicht. Ein Nest. Können wir das runterschießen? Was da? Wir haben ja noch unseren Bogen. Keine Pfeile. Haben wir gerade den Jagdpfeil.
So. Funktioniert jetzt wie? Ich habe den Jagdpfeil noch ausgewählt. So. Ja dann. So, du bist halt so ein bisschen am Umwackeln. Das hat wohl nichts gebracht. Kriege ich den wenigstens wieder? Ich glaube, wir brauchen noch dringend ein bisschen mehr Erfahrung beim Bogenschießen. Die Pfeile will ich jetzt nicht unbedingt für nutzen. Eine Brennnessel. Wenn man mal CDs brennen will. Die eigentlich immer ganz gut. Ah, wer bist du denn? Der nächste Plünderer. Dann gibt's glaube ich auch nochmal. Oh, ich habe lange nicht mehr gespeichert. Gibt's nämlich jetzt mal aufs Maul. Was ist hier los? Was ist da? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Schauen wir mal. Und zack. Wollte auch treffen. Ah, gib dem den Gnadenstoß. So, halt so. Mann. Aber die Dinger sind halt auch ein bisschen was wert. Du hast Ringelblumenaufguss, die nehme ich jetzt mal mit. Bin jetzt schon wieder überladen, dummerweise. Mal die Brezel mit. Brot. Ja, die Bunthaube ist. Der Dolch ist. Naja, liegt halt auch nichts. Aber so viel ist der jetzt auch nicht wert. Die dunklen Fußwickel können weg. Das sieht besser aus. Ich glaube, hier kommen wir rein. Da ist nichts. Nichts. Zumindest nichts von Interesse. Ach du Heilige. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Das Schwert. Könnt ihr generell mal gucken. Also wir haben jetzt einmal den Dolch. Hätten wir das Sachs. Das haben wir jetzt auch nicht. Na gut, das ist halt ein bisschen was wert. Scherbe ist halt auch ziemlich gut. Wie ist das im Vergleich zu... Du hast 43. Das ist 45. Komm, das ist eigentlich gar nicht so viel schlechter. Warum ist denn hier kein Händler, wenn man mal einen braucht? Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Ich. Das ist der Deutsche.
das war seine Frau. Dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, wo wir unsere Eltern finden. Ja, aber wir haben dann scheinbar wirklich alles verloren hier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.